Imam Nawawi rahimullah berichtet, dass Ali radiallahu an jeder Schlacht mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam kämpfte, bis auf die Schlacht von Tabuk. Er war stets in den ersten Reihen. Ali radiallahu an lehnte niemals einen Zweikampf ab. Er zerschmetterte den legendären Krieger Amr ibn Abdul Wud. In der Schlacht von Siffin packte er seinen Gegner, hob ihn in die Luft und warf ihn zu Boden, sodass sein Genick brach. Im Duell vor der Schlacht von Badr besiegte er Al-Wald ibn Utbah. Ali radiallahu an war unglaublich stark. Seine Kampfkunst im Krieg war berüchtigt. Ali radiallahu an sagte, niemals in meinem Leben habe ich aufgegeben. Wenn ich kämpfte, wenn ich mich abmühte, im Chaos, in Schwierigkeiten, in harten Zeiten. Ich ging schlafen und sagte 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar. Gewiss, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Die Sahaba berichten, dass Ali radiallahu anh die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Als sie nach Isha ging, war er im Ruku. Und als sie zu Fajr kam, war er im Ruku. Der einzige Unterschied war, sein Bart war getränkt. Wie konnte er dies vollbringen? Was war sein Antrieb? Er war einer der 10. Ihm wurde das Paradies zu Lebzeiten versprochen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali ibn Abi Talib, etwas wird zwischen dir und Aisha passieren. Wenn etwas zwischen mir und der Mutter der Gläubigen passiert, dann bin ich die unglücklichste Person, sagte Ali radiallahu an. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, nein. Und wenn das passiert, bringe sie in Sicherheit. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Wer war Ali ibn Abi Talib? Er war der Cousin des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und einer seiner engsten Gefährten. Der geliebte Ehemann von Fatima radiallahu anha, der Tochter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Der Vater von Hassan und Hussein radiallahu anhuma und der vierte der rechtgeleiteten Kalifen. Sein voller Name lautet Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Er war der Cousin des Gesandten sallallahu alaihi wasallam väterlicherseits und hatte denselben Großvater wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib ibn Hashim. Alis Vater war Abu Talib, der Bruder von Abdullah. Alis Name war ursprünglich Asad. Dieser Name wurde ihm von seiner Mutter gegeben, die ihn nach ihrem Vater Asad ibn Hashim nannte. Alis Vater war bei dessen Geburt nicht anwesend. Nach seiner Rückkehr gefiel ihm der Name nicht, also änderte er ihn in Ali. Ali wurde 10 Jahre vor dem Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren. Er wurde in der Kaaba geboren. Einer der wenigen, der diese Ehre hatte, in der Kaaba geboren zu werden. Er war von durchschnittlicher Größe, eher klein, mit großen schwarzen Augen und einem hübschen Gesicht, mit breiten Schultern und einem großen Bauch. Die Knochen seiner Schultern erinnerten an die Schultern eines starken Löwen. Seine Unterarme waren wie seine Oberarme. Wenn er den Arm eines Mannes festhielt, konnte dieser nicht atmen. So kräftig war sein Haltegriff. Im Krieg ging er nicht einfach. Er lief. Er wirkte felsenfest, stark und mutig. Ali wurde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam großgezogen, da Alis Vater Abu Talib viele Kinder hatte und nicht sehr vermögend war. So wurde Ali radiallahu an einer der ersten Muslime, gleich nach Khadija radiallahu anha und Abu Bakr radiallahu an. Einer der großartigen Dinge, für die Ali radiallahu an berühmt ist, war seine Heirat mit Fatima radiallahu anha, der Tochter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Er heiratete sie nach der Schlacht von Badr. Sie bekamen 2 Söhne, Hassan und Hussein, und 2 Töchter, Zainab und Umm Kulthum. Das größte Opfer, das jemand erbringen kann, ist sein eigenes Leben zu opfern. Und so hat sich Ali radiallahu an im Alter von 23 Jahren in das Bett des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gelegt, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr radiallahu an nach Medina auswanderte. Die Quraysh hatten geplant, den Propheten in dieser Nacht zu töten. Da legte sich Ali radiallahu an in das Bett des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um die Attentäter abzulenken. Ali radiallahu an wusste, dass jede Sekunde seine letzte sein könnte. Doch sein Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam war unermesslich und verlieh ihm Mut und Stärke. Nach der Hijra hat Ali radiallahu an in jeder Schlacht mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekämpft, bis auf die Schlacht von Tabuk. Wenn wir über das Kalifat von Ali radiallahu an sprechen,
sagen einige Leute, dass er der erste Kalif werden sollte. Wenn wir jedoch die Überlieferung ansehen, finden wir keinerlei Zweifel unter den Gläubigen, wer der Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein sollte. Muhammad ibn Hanifiya, der Sohn von Ali radiallahu an, überliefert: Ich fragte meinen Vater, wer ist der beste Mensch nach dem Propheten? Und mein Vater antwortete: Abu Bakr. Und wer dann? Fragte ich. Er sagte: Umar. Und wer dann? Ich vermutete, dass er Uthman sagen würde, aber ich wollte, dass er sagt: Ich. Ich fragte: Und du? Aus seiner Bescheidenheit heraus sagte er: Ich bin nur einer der Muslime. Aber wir kennen die Stellung von Ali radiallahu anhu. Das Verblüffende ist, nachdem Ali nun Kalif geworden war, sagte er niemals: Das ist mein rechtmäßiger Platz. Jene vor mir haben mich übergangen. Ali radiallahu anhu hat niemals etwas Ähnliches gesagt. Diese Dinge sind viele Jahre später geschürt worden. Hätte er etwas in dieser Richtung gesagt, wären Aufzeichnungen darüber existent. Als Uthman ibn Affan ermordet wurde, gab es keinen Kalifen. Einige Muslime kamen zu Ali ibn Abi Talib und sagten: Wir werden dir die Bay'ah geben. Doch Ali radiallahu anhu weigerte sich: Gebt mir nicht die Bay'ah, bis die Muslime eine Schura einberufen. Die Muslime waren der Meinung, dass die Mörder von Uthman radiallahu anhu sich überall verbreiten werden. Da große Fitna herrschte, werden die Probleme noch größer werden. Es würde zu lange dauern, die Umma in der Schura zu versammeln. Also bestanden sie darauf, dass Ali ibn Abi Talib der nächste Kalif wird. Er weigerte sich. Doch weil sie darauf bestanden, wir benötigen einen Führer, wir benötigen jemanden, der die Muslime wieder vereint, willigte er letztendlich ein. Az-Zubayr und Talha gaben Ali radiallahu an auch die Bay'ah. Doch die Mörder von Uthman radiallahu an hatten auch die Armee des Kalifen infiltriert. Sie waren Hunderte. Talha und Az-Zubayr und Aisha radiallahu anha wollten, dass die Mörder von Uthman verurteilt werden. Doch Ali radiallahu an sagte: Die Auliya von Uthman sollen hervortreten und nach Vergeltung fordern. Denn sie haben das Recht, nach einer Hinrichtung oder einem Entgelt zu fordern. Talha und Az-Zubayr und Aisha radiallahu anha stimmten zu. Zu diesem Zeitpunkt war alles noch in Ordnung. Doch in dieser Nacht hatte einer der Mörder, der sich in die Armee eingeschlichen hatte, befohlen, die Armee von Talha und Az-Zubayr und Aisha radiallahu anha anzugreifen. Aber Talha und Az-Zubayr und Aisha waren mit ihrer Armee nicht ausgezogen, um zu kämpfen. Sie waren gekommen, um nach Gerechtigkeit zu fordern. Doch jene Mörder von Uthman radiallahu an, die die Armee von Ali unterwandert hatten, attackierten in der Nacht die Armee von Talha und Az-Zubayr und Aisha. Az-Zubayr und Talha vermuteten, dass Ali radiallahu an den Angriff befohlen hätte. So fingen die Kämpfe an. Es war ein sehr kurzer Kampf und am Ende konnte sie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu überzeugen, dass er nicht angegriffen hatte. Und so stimmten sie ihm zu. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte Ali radiallahu anhu prophezeit: Etwas wird zwischen dir und Aisha passieren. Dann bin ich die unglücklichste Person, sagte Ali radiallahu anhu. Wenn etwas zwischen mir und der Mutter der Gläubigen passiert, muss ich eine sehr unglückliche Person sein. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, und wenn das passiert, bringe sie in Sicherheit. Ali radiallahu anhu ging zu Aisha radiallahu anha. Er befehligt einigen seiner Soldaten, Aisha radiallahu anha nach Medina zu eskortieren. So erfüllte sich die Prophezeiung des Gesandten alaihi salam. Nach der Schlacht von Al-Jamal war die nächste Fitna die Schlacht von Siffin. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte davon in einem Hadith berichtet. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird ein Krieg zwischen zwei großen Armeen der Muslime ausbrechen. Und sie werden aus demselben Anlass kämpfen, was nach einem Widerspruch klingt. Die Interpretation dieses Hadithes ist folgende: Wir wissen, die Mörder von Uthman radiallahu an sind in der Armee von Ali radiallahu an untergetaucht. Sie waren zu Hunderten, wenn nicht Tausenden. Muawiya war ein Verwandter von Uthman. Also war er jener, der den Anspruch hatte, nach Gerechtigkeit zu verlangen. Und Muawiya verlangte von Ali radiallahu an, die Mörder auszuliefern. Ali ibn Abi Talib sagte: Das werde ich, aber zuerst muss ich meine Autorität festigen. Jene, die Uthman radiallahu an ermordet haben, sind zu Tausenden. Ich kann sie nicht einfach ausliefern. Eine große Schlacht würde ausbrechen. Zuerst müsst ihr mir die Bay'ah geben. Doch Muawiya weigerte sich: Ich werde dir die Bay'ah nicht geben, bis du sie nicht auslieferst. Wir haben Muawiya radiallahu an auf der einen Seite,
der nach Vergeltung für Uthman radiallahu anh verlangt, und Ali radiallahu anh auf der anderen, der für Gerechtigkeit sorgen möchte. Doch Muawiyah radiallahu anh besteht darauf, dass die Mörder zuerst ausgeliefert werden. Und Ali radiallahu anh verlangt, dass zuerst die Bay'a gegeben wird. Offensichtlich war Ali ibn Abi Talib im Recht. Der Ijtihad von Muawiyah war nicht richtig gewesen. Dennoch, Muawiyah radiallahu anh ist einer der Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und er ist der Schwager des Gesandten alaihi wasallam. Denn der Gesandte war mit Muawiyahs Schwester verheiratet. Der Gesandte a.s. hatte Ammar bin Yasir gesagt, du wirst von denen getötet werden, die übertreten haben. Ammar bin Yasir kämpfte in der Armee von Ali radiallahu anh und er wurde von der Armee von Muawiyah getötet. Er wurde von jenen getötet, die übertreten haben. Doch wir können Muawiyah nicht verurteilen, denn der Gesandte a.s. hatte gesagt, zwei Gruppen von Muslimen werden einander bekämpfen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte beide Armeen als Muslime bezeichnet. Auch dieser Hadith wird bei Bukhari und Muslim überliefert. Die nächste Fitna war die Fitna von Al-Khawarij. Und als Ali und Muawiyah kämpften, hatte Ali die Oberhand und die Armee von Muawiyah war am Verlieren. Muawiyah gab auf, indem er einen Mushaf auf die Spitze der Schwerter legte. Als Ali ibn Abi Talib das sah, hörte er auf zu kämpfen. In der Armee von Ali radiallahu anh gab es Leute, die vom Blutvergießen profitierten. Sie wollten Uneinigkeit in der Umma verursachen. Sie wollten nicht, dass die Kämpfe zu Ende gehen. Genauso wie sie den Krieg zwischen Ali radiallahu anh, Az-Zubayr und Talha eingefädelt hatten, wollten sie, dass der Kampf zwischen Ali und Muawiyah fortgesetzt wird. Diese Unruhestifter waren Anführer einiger Stämme. Sie profitierten von den Kämpfen und so gossen sie Öl ins Feuer. Zu allem Unheil waren sie auf beiden Seiten zu finden. Sie sagten, wie kann Ali ibn Abi Talib aufgeben? Das ist der Hukm von Allah subhanahu wa ta'ala. Ali setzt die Meinung von Leuten über die Befehle Allahs. Der Befehl Allahs ist, sie zu bekämpfen. Aber Ali hat der Meinung von Männern Vorrang vor dem Befehl Allahs gewährt. Sie beschuldigten Ali ibn Abi Talib, dass er ein Irrtum begeht. Dann bezichtigen sie ihn des Kufr. Und sie bezichtigen auch Muawiyah und Amr ibn al-As des Kufr. Sie spalteten sich von der Armee von Ali radiallahu anh ab. Aus diesem Grund erhielten sie den Namen Khawarij. Drei der Khawarij diskutierten über die Angelegenheiten der Umma. Einer sagte, alle Probleme sind wegen Muawiyah entstanden. Der zweite meinte, alle Probleme sind wegen Ali entstanden. Und der dritte sagte, Amr ibn al-As ist nicht weit von den beiden. Also beschlossen die Abtrünnigen, alle drei Sahaba gleichzeitig zu töten. Amr ibn al-As, Muawiyah und Ali hielten sich an verschiedenen Orten auf. Aber die Abtrünnigen beschlossen, alle drei nach dem Fajr-Gebet zu töten. Und zwar am 17. des Ramadan. Die Abtrünnigen zogen aus. Einer von ihnen war Al-Burq ibn Abdullah al-Tamimi. Er zog nach Scham, um Muawiyah zu töten. Er betete Fajr hinter ihm und nachdem Muawiyah die Moschee nach dem Gebet verließ, zog er sein Schwert, um Muawiyah zu töten. Doch Muawiyah bemerkte das und konnte ausweichen. Muawiyah wurde verletzt, aber nicht getötet. Der zweite Abtrünnige ging zu Amr ibn al-As. Er betete hinter ihm Fajr. Nach dem Gebet sprang er auf Amr und fing an, auf ihn einzustechen. Dann bemerkte er, dass er nicht Amr ibn al-As getötet hatte. Denn Amr war an diesem Tag krank gewesen. Und Kharija ibn Hudaf al-Sahmi an seiner Stadt, der Imam. Der Abtrünnige hatte den falschen Mann getötet. Qadr Allah. Derjenige, der zu Ali radiallahu anh gekommen war, um ihn zu töten, war Abdurrahman ibn Muljam. Er war nach Al-Kufa gekommen, wo sich Ali aufhielt. Der Abtrünnige fand Ali radiallahu anh in der Moschee. Ali ibn Abi Talib war gerade dabei, die Leute zum Morgengebet aufzurufen. Da wurde er von Abdurrahman attackiert mit den Worten Al-Hukm Billah und nicht bei dir, ja Ali, oder bei deinen Gefährten. Und er schlug Ali radiallahu anh mit dem Schwert auf den Kopf. Der Schlag war gewaltig und die Wunde groß. Das Schwert war mit Gift getränkt worden. Stellt euch nur vor, er schlägt auf Ali radiallahu anh, den großen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber dieser Attentäter denkt, es wäre eine gute Tat, die er gerade begeht. Sie waren Khawarij, sie waren Abtrünnige und so gingen sie vor. Niemand kann uns für den Tod von Ali radiallahu anh beschuldigen. Genauso wenig wie für den Tod von Hussein radiallahu anh.
Es gehört zu unserem Din, sie zu lieben. Genauso wie die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir tragen keinerlei Schuld an ihrem Tod. Dieser Mörder war von den Khawarij. Er hatte einen großen Gefährten des Propheten alaihi wasallam getötet. Er hatte einen großen Kalifen getötet. Er hat Ali radiallahu an mit einem vergifteten Schwert am Kopf erwischt. Doch Ali radiallahu an starb nicht sofort. Er lebte noch 3 weitere Tage. Lasst ihn nicht entwischen. Und die Muslime erwischten den Attentäter. Er bestimmte Jud ibn Kubayra zum Imamen der Moschee. Und dann sagte er, eine Seele für eine Seele. Wenn ich sterbe, tötet ihn, wie er mich getötet hat. Dann gab er seinen Kindern Ratschläge. Er sagte, O Sohn von Abdul Muttalib, vergieße kein Blut, indem du sagst, Amir al-Mu'minin wurde getötet. Niemand soll getötet werden, außer meinem Mörder. Er hatte aus der Erfahrung von Uthman radiallahu anhu gelernt. Dann sagte er zu Hassan, höre mich an, ja Hassan, sollte ich sterben, wer auch immer mir diesen Schlag versetzt hat, es ist ein Schlag für einen Schlag, verunstalte nicht den Leichnam. Dann kam ein Mann namens Jundu ibn Abdullah hinein und sagte, ja Amir al-Mu'minin, wenn wir dich verlieren, was ich nicht hoffe, sollen wir dann Al-Hassan die Bay'a geben? Ali radiallahu anhu sagte darauf, weder befehle ich es euch, noch verbiete ich es, und ihr wisset besser. Dann rief er nach Hassan und Hussein und gab ihnen einen sehr schönen Rat. Und das sind die letzten Worte von Ali ibn Abi Talib. Mein Rat an euch ist, erlangt Bewusstsein über Allah subhanahu wa ta'ala und haltet fest an eure Religion. Strebt nicht nach dieser Welt und lasst euch nicht durch sie verführen. Ärgert und grämt euch nicht über etwas, das ihr darin nicht erlangen konntet. Sprecht die Wahrheit, arbeitet für die jenseitige Welt. Bezieht Position gegen die Unterdrücker und unterstützt die Unterdrückten. Ich rate euch und all meinen Kindern und Angehörigen und all jenen, die diese Botschaft erhalten, erlangt Bewusstsein über Allah, damit ihr eure Uneinigkeiten überwindet und eure Bande festigt. Ich hörte deinen Großvater sagen, die Aussöhnung und Schlichtung eurer Differenzen und Uneinigkeiten ist mehr wert als alles Beten und Fasten zusammen. Seid euch Allah bewusst in den Angelegenheiten der Waisenkinder. Kümmert euch um ihre Versorgung und vergesst inmitten eurer eigenen Interessen, nicht ihre Interessen. Seid euch Allah bewusst in eurer Beziehung zu euren Nachbarn. Dein Prophet hat sie euch so stark ans Herz gelegt, dass wir dachten, wir sollten ihnen gar einen Anteil unseres Erbes überlassen. Bewahrt eure Verbindung und enge Beziehung zum Koran. Niemand sollte dich darin übertreffen, in dessen Absicht und Intention zu leben und aufrichtiger darin sein, diesen in die Praxis umzusetzen. Seid euch Allah bewusst in eurer Beziehung zum Gebet. Es ist die Stütze eurer Religion. Seid euch Allah bewusst in eurer Beziehung zu seinem Haus. Verlasst dieses nicht, solange ihr am Leben seid. Wenn ihr dies tut, dann habt ihr eure Würde aufgegeben. Bleibt beharrlich in eurer Anstrengung auf dem Wege Allahs, mit eurem Geld, euren Seelen und euren Worten. Bewahrt euch die Kommunikation, den Dialog und den Austausch von Meinungen untereinander. Nehmt euch in Acht vor Uneinigkeit, Spaltung und Feindschaft. Lasst euch nicht davon abbringen, richtiges Verhalten zu fördern und vor falschem Verhalten zu warnen. Denn falls dies der Fall sein wird, dann werden die Schlimmsten von euch zu euren Anführern werden. Und ihr werdet Allah anrufen, ohne eine Antwort zu erhalten. O Kinder von Abdul Muttalib, vergießt nicht das Blut der Muslime unter den Spruchbanner. Der Imam wurde ermordet, nur der Mörder selbst soll zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn ich durch diesen Schlag getötet werde, dann übt Vergeltung auf genau diese Weise. Aber schändet ihn nicht, denn ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er sagte, ihr dürft niemanden schänden, nicht einmal einen räudigen Hund. Ali radiallahu anhu starb, während er seinen Kindern Ratschläge gab. Er starb am Sonntag in der Stadt Al-Kufa und wurde dort begraben. Ali radiallahu anhu starb im Alter von 63 Jahren. Sein Kalifat dauerte 4 Jahre und 9 Monate.